Mein Name ist René Eigenmach. Wir bauen hier in Berg St. Gallen, direkt über dem Bodensee. Wir produzieren auf unserem Betrieb hauptsächlich Eier, Milch und Früchte und vor allem veredelte Produkte, die wir im Hofladen verkaufen. Der Hofladen ist mittlerweile unser grösster Betriebszweig. Es hat vor allem mit dem Bereich Direktvermarktung eine grosse Entwicklung gegeben, wo man immer ein bisschen mehr Kunden dafür begeistern kann, um auf dem Hof einkaufen. Wir spüren dort schon einen Trend, dass die Leute wissen, woher kommt es und wer produziert es. Dann, was natürlich sicher die einschneidendste Entwicklung war, die letzten 5 Jahre, das ist das Aktuelle, das ist unser Kuhstall, wo wir im Jahr 2017 während einer Jahrbauzeit erstellt haben. Ja, bei der Käsereimi haben wir natürlich andere Anforderungen an die Hygiene. Es ist zum einen mal sicher die Milchhygiene, wo wir darauf angewiesen sind, dass die Euter super sind. Dann auch bei der Fütterung ist klar, wir dürfen keine Silage füttern. Und da sind wir sehr darauf angewiesen, dass es regelmässig füttert und täglich mehrere Mischungen macht, dass es sicher keine Gärungen gibt in Mischerinnen. Es war uns bewusst gewesen, dass wir gewisse Herausforderungen müssen bewältigen müssen. Wenn man Heufütterung automatisieren will. Dass es automatisiert wird, war von Anfang an klar gewesen. Das spricht auf den Rest des Betriebs. Spricht dafür, dass wir uns da sehr effizient eingerichtet haben, weil wir immer wieder froh sind um die Flexibilität. Futtern tun wir alle 1,5 Stunden rund um die Uhr, wo der Verteilwagen den Kühen Futter vorlegt. Und sobald der Verteilwagen nach dem Mischer entleert hat, fängt einfach automatisch eine neue Mischung wieder an. Ich sehe den Vorteil bei der automatisierten Fütterung vor allem darin, dass man eine extreme Ruhe in die Herde hineinbringt. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste in einem Roboterstall, dass die Kühe sich selber den Tagesablauf gestalten können, dass die schwachen Kühe vor allem auch jederzeit alles machen können, also jederzeit das Futter haben, immer genug Futter in der Krippe haben und nicht müssen, hinten anstehen. Und das ist mit Sicherheit neben der Arbeitserleichterung der grösste Vorteil von der automatischen Fütterung. Also es ist nicht so, dass man weniger Zeit im Stall verbringt als vorher. Das haben wir auch nie erwartet. Das war für uns von Anfang an klar gewesen. Die Arbeit, die wir im Stall erledigen, sind halt einfach mehr beobachten und uns einzelne Kühe widmen. Und das ist das, was uns heute mehr beschäftigt im Stall. Ja. Es ist klar, es muss immer ein bisschen früher gehen, man darf nicht stehen bleiben, man muss ein Ziel haben vor Augen. Und wir haben uns da mit dem Stall schon auch ein bisschen Traum verwirklicht, wo uns langfristig sicher wird viel Freude bereiten. Der Betrieb der Familie Eigenmann organisiert am 17. und 18. März hier in Berg St. Gallen einen Tag der offenen Tür. Kommt vorbei und erlebt den Roboterstall mit der automatischen Heufütterung hautnah. Weitere Infos kommen Sie über unter www.delaval.ch. Ich danke Ihnen fürs Interesse und bis bald am Tag der offenen Tür.